Hallo zu Episode 43. Heute sind wir ganz besonders geeignet für all jene im Marketing. Warum so allgemein? Sind wir nicht irgendwie so ganz generell eigentlich ein Marketing-Podcast? Ja, schon. Aber heute geht es um ein Thema, da sollte jeder, der irgendwie im Marketing aktiv ist, Ahnung davon haben. Und zwar geht es heute um Personas. Damit steht und fällt meiner Meinung nach eure sinnvolle, wertvolle, strategische Marketing-Arbeit und das schauen wir uns heute genauer an. Und zwar ganz genau auch nochmal für alle B2B-Leidenden da draußen, die jetzt quasi schon den Finger am Auflegen wegdrücken-Button haben, weg da, weil auch euch betrifft der Quatsch. Und warum und wie und was, das besprechen wir heute. Aber bevor wir ins Detail eintauchen, verrate ich euch noch, wer mit euch heute auf Tauchkurs geht. Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content Marketing Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, dann ist Content Marketing Magic meine Aufgabe als ja, Selbstständige. Und mit mir hier ist der Patrick. Erwischt. Und ich bin Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing und unsere geliebten drei Buchstaben SEO, die Kunst, die Liebe der Suchmaschinenoptimierung. Wobei wir wollen ja eigentlich mehr unsere Webseiten optimieren. Ne? Und Sarah, ich muss sagen, bei unserem 121-Stunden-Newsletter, lass ein Abo da, auch hier, dazu später mehr, ich bin gespannt. Ich hatte einen Daumenstopper, aber bevor ich den verrate, ich war ja gerade bei wieder unserer Webseitenoptimierung. Da geht es ja auch immer um die Dokumentenkontur. Und ich würde jetzt mal sagen, irgendwo ist da dein Daumen gestoppt. Absolut. Dokumentenkontur. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen Fachsprache an. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir sprechen in dem Artikel über die H-Überschriften. Warum war das mein Daumenstopper? Zum einen, weil es mal wieder ein Artikel vom Alexander ist, dem Alexander Holl, und der schreibt abartig krasse Blogartikel. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, bei dem Content Marketing und SEO starke Berührungspunkte haben oder Überschneidungspunkte. Wir sind im Content Marketing darauf angewiesen, dass der User in unserem Text gut zurechtkommt, dass er sich wohlfühlt und das hilft natürlich auch unserem Google Ranking. Und wie funktioniert das? Naja, indem wir unseren Text gut strukturieren und das machen wir mit H-Überschriften. Das hilft uns einerseits im Content Marketing, wenn wir jetzt mal ganz egoistisch denken, dass die Leute in unserem Text einfach zu Hause sind, aber es hilft natürlich auch der Suchmaschine so ein bisschen besser zu verstehen, worum dreht sich es denn eigentlich in unserem Artikel? Worüber schreiben die da? Wo ist die Gewichtung? Und deswegen ist das diese Woche mein absoluter Daumenstopper. Jetzt bin ich so ein bisschen in den SEO-Bereich mit meinem Content-Marketing-Wissen abgedriftet. Lieber Patrick, auch du hast heute einen Drift hingelegt im 121-Stunden-Watt-Newsletter, oder? Genau, wie viel Instagram wiegt ein Hipster? Nein, und zwar geht es hier um einen Daumenstopper, um so 5 semi- bis sehr neue Features bei der Instagram-App. Das bedeutet, dass wir dort in der Lage sind, unsere Beiträge oder auch Stories oder auch Reels, die verschiedenen Formate, entsprechend aufzuwerten. Denn letztendlich brauchen wir immer eine historische Affinität zu unserer Followerschaft, damit wir überhaupt gesehen werden in deren Feeds. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, mehr aufzufallen. Und eine ist zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, in einer Story so eine Art, ja, man hat das früher Blogparade genannt. Also es ist jetzt die Instagram-Parade, der sogenannte Du bist dran, Sticker. Das bedeutet, ich kann in der Story dann meine Followerschaft dazu aufrufen und einfach eine Frage stellen, was ist irgendwie dein Lieblingssong aus den 90ern zum Beispiel? Und dann kann ich eine Kette anstoßen, die wird dann entsprechend beantwortet. Das heißt, wenn ich meine Wertschöpfung stricke, wenn ich daran denke, Interaktion, auch gleich Reichweite, Engagement, ist das eine sehr schöne Funktion. Darüber hinaus Social Media, Instagram, es gibt ja auch Influencerin-Marketing. Das bedeutet, dort habe ich mittlerweile die Möglichkeit von sogenannten Co-Posts. Das heißt, wenn ich auch zum Beispiel sowohl privat als auch beruflich einen Post absetzen möchte mit jemandem zusammen, der auch zum Beispiel bei dem Foto mitgemischt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man das parallel gleichzeitig posten. Übertragen in unser Online-Marketing bedeutet das, hey, wenn ich irgendwelche Influencerin-Kooperationen habe, könnte ich dann mit dem Brand und der Influencerin gemeinsam diesen Post parallel absetzen. Beide profitieren gleichermaßen über ihren Post von der entsprechenden Reichweite. Also 2 Features gerade genannt, 3 weitere müsst ihr selber rausfinden in unserem Newsletter. Und wen ihr unbedingt jetzt weiter kennenlernen müsst,
Das ist unsere Gästin. Ich freue mich sehr. Sarah, wen haben wir denn heute am Start? Wir haben, und zwar schon zum zweiten Mal, die liebe Chrissy mit an Bord. Hallo, liebe Chrissy, stell dich doch all jenen, die vielleicht deine erste Episode nicht gehört haben, mal vor. Wer bist du? Was machst du? Hallo, ihr zwei. Erstmal schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ja, mein Name ist Chrissy. Ich habe mittlerweile schon gute 10 Jahre Marketing-Erfahrung auf dem Buckel, aktuell als Head of Marketing bei Project Expert. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Bloggerin aus Chrissys Marketing Corner. Bei mir dreht sich ja im Grunde genommen eigentlich immer um die zwei Themen Konsumentenpsychologie und performantes Branding. Und das kann ich auch immer wunderbar bei der 121 Watt als Trainerin anwenden, nämlich in meinem Persona-Seminar. Und genau da, glaube ich, steigen wir heute quasi knietief ein. Wir haben uns mal wieder einen weiteren Artikel aus dem 121-Stunden-Newsletter gekrallt, wo es um B2B-Personas geht. Jetzt habe ich das Thema Personas auch im Content-Marketing-Seminar immer mal so am Rande, weil wir das fürs Content-Marketing natürlich auch brauchen. Und da sehe ich so manchmal das ein oder andere B2B-Gesicht so ein bisschen ja, abdriften, sich zurücklehnen, ne, das betrifft mich nicht. Oder aber sich ganz weit nach vorne lehnen und neugierig schauen, weil irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, gerade die B2Bler tun sich schwer, so den Grip an das Thema Persona zu kriegen. Bevor wir jetzt auf die B2B-Themen eingehen, Chrissy, ganz kurz einmal Glossar, was sind denn Personas, dass wir einmal alle nochmal abholen? Ich spoilere schon trotzdem mal ganz kurz vorweg, Personas sind auch im B2B-Marketing sehr wichtig. Genau, was sind Personas? Letztendlich sind das fiktive Zielgruppenbilder, also im Endeffekt ein Idealbild deines Idealkunden, deiner Persona, die du im Marketing erreichen möchtest. Und da auch ein kleiner Spoiler vorweg, das hat auch sehr viel mit Stereotype zu tun. Also letztendlich, grob gefasst, ein Idealbild deiner Persona. Letztendlich grob gefasst ein Idealbild deines fiktiven Kunden. Und wie viele Personas hat man so, wie du sagst, des fiktiven Kunden? Also arbeite ich mit einer oder wie arbeite ich mit Personas so mal für die Basics? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also man kann tatsächlich nur eine Persona haben, die meisten Unternehmen haben aber mehrere Personas. Das hängt immer davon ab, was habe ich denn erstmal grundsätzlich für ein Produkt? Wo ist dieses Produkt oder die Marke oder die Dienstleistung positioniert? Stichwort als Werbepsychologin High- und Low-Involvement. Habe ich ein emotional aufgeladenes Produkt? Habe ich ein kognitives Produkt? Und dann kommt es auch immer darauf an, in welcher Phase etabliere ich diese Persona. Es kann mir helfen, wenn ich gerade ein Startup habe, ein Produkt nur auf den Markt bringe, dass ich dann schaue, okay, wer ist meine potenzielle Zielgruppe? Ich mache ein Rebranding, ich mache eine neue Produkteinführung und so weiter. Personas können sich nach der Zeit aber auch dazu entwickeln. Also wenn ich meine Persona von einem komplett neuen Produkt, die vielleicht auch noch keine Berührungspunkte hatte, ist eine andere als ein Bestandskunde, den ich dann in 2 oder 2 Jahre lang gehalten habe. Also das ist tatsächlich ein stetiger Prozess auch und so ganz pauschal sagen, wie viele Personas ein Unternehmen oder eine Marke jetzt hat, kann man tatsächlich nicht. Das ist sehr individuell. Darf ich kurz noch fragen? Ich bin noch so ein bisschen tatsächlich beim Glossar. Wie ist es denn dort, welche Merkmale fließen dort mit ein? Also ich bin ja nicht der Werbepsychologe, sondern viel schlimmer der Werbekaufmensch, wurde da auch mit irgendwelchen Sinusmilieus dann aufgeschlaut. Und klar, Personas waren, sind auch ein Thema, aber bei mir leider immer nur mit so einem demografischen Fokus. Ne? Also Lisa und Peter Müller zum Beispiel, das und das Alter, der Job. Und was ich hart gefeiert habe, Chrissy, war dann so, ich kenne die, also wie gesagt, mal schauen, wo es denn aufläuft. Aber es gab dann dieses schöne Bild, was durch Social Media gegangen ist. Ja, ganz ehrlich, ne? Demografisch sind Ozzy Osbourne und Prince Charles auch komplett identisch. Das habe ich geliebt. Und Demografie ist halt nicht alles. Das heißt, welche Daten lässt du da noch gerne mit einfließen? Absolut. Das ist tatsächlich auch eines meiner Lieblingsbeispiele. Das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Also Personas, man möchte es kaum glauben, ist ja datengetrieben. Klar, man hat die demografischen Daten, aber was mit viel wichtiger ist, sind die psychografischen Daten. Also Pains and Gains der Persona, der ganze Punkt Sinusmilieus, Limbic Types. Also ich hau jetzt hier mal so ein paar Schlagworte raus. Ja.
was auch mit reinfließt, sind Interessen vor allem auch, Vorbilder der Persona. Und das sind alles Daten, die kann man herausfinden. Also gerade auch Social Media bietet da unglaublich viele Möglichkeiten, indem ich herausfinden kann, wem folgt meine Persona, was hat sie für Interessen, auf welchen Medienkanälen und so weiter ist sie unterwegs. Und da kann man sehr, sehr viele Rückschlüsse ziehen. Und wie du sagst, auf dem Blatt Papier können Ozzy Osbourne und Prince Charles eine und dieselbe Person sein. Jeder weiß, sie sind es aber nicht. Und dementsprechend ist auch die Zielgruppenansprache, die werbliche Ansprache, weswegen wir das letztendlich ja auch tun, komplett anders. Ich mag deswegen diese Personas so gern auch im Content-Marketing, weil die dir helfen, auch wirklich viele Themen zu finden. Ich meine, man steht ja manchmal so ein bisschen da und dann ist man mit Answer the Public durch und sagt, okay, die Basics habe ich jetzt mal abgedeckt. Und dann? Was kommt dann? Und wenn man dann in diesen einzelnen Personas denkt, dann, keine Ahnung, haben wir jetzt vielleicht eine Persona, die besonders großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Sagen wir jetzt, spinnen wir mal dahin, ich bin ein Reiseunternehmen. Dann habe ich da sofort schon ein Thema, wo man sagt, nachhaltiges Reisen, das kann ich beackern. Dann haben wir irgendwie den Klischee-Studenten, der günstig und unkompliziert will, wieder neue Themen, die ich beackern kann. Also das finde ich, das ist für mich das wahnsinnig Charmante an den Personas. Chrissy, wir wollten ja vor allem heute so ein bisschen auf die armen, geplagten B2Bler da draußen schauen. Was sagst du denen denn? Du hast ja schon so kleine Spoiler vorweggeschickt. Also B2B ist nicht fein raus bei Personas. Wie arbeitet man im B2B mit Personas und worauf muss ich denn besonders aufpassen? Also grundsätzlich ist das Prinzip der Personaerstellung für alle Branchen und allen Bereiche, ob es B2C oder B2C ist, gleich. Natürlich muss man beachten, dass man im B2B schlicht andere Produkte hat, sei es jetzt eine Dienstleistung, sei es ein sehr technisches oder erklärungsbedürftiges Produkt und der Endkunde ja kein Konsument, keine Konsumentin in dem Sinne ist. Das heißt, auch das ist anders. Das bedeutet, wir haben mal in erster Linie ganz andere Pains and Gains. Das ist ein Thema, auf das ich sehr gerne eingehe, die dieser Konsument, die Konsumentin am Ende des Tages hat, die wir berücksichtigen müssen. Was sich auch deutlich unterscheidet in der Regel, sind die Kanäle, auf denen ich die Person erreiche. Ich spreche hier von Xing, von LinkedIn. Das kann aber auch der klassische Newsletter sein, Unternehmensveranstaltungen, Events und, und. Das kann natürlich auch für eine B2C-Persona gelten. Aber ich würde mal sagen, den Produktentscheider von einem super erklärungsbedürftigen B2B-Produkt über eine TikTok-Ad zu targeten mit dem Angebot, das man ihm machen möchte, schwierig. Also das sind eigentlich so die Hauptstellschrauben, die man berücksichtigen muss. B2B hat tatsächlich aber auch den Vorteil, dass sie in der Regel viel besser auf Kundendaten zurückgreifen können, weil die meisten Unternehmen dann eine gewisse Historie haben, weil da viel mit CRMs gearbeitet wird. Das heißt, man hat auf dem Papier oder im eigenen System ja schon die Daten für, was hat derjenige wann das letzte Mal gekauft. Wer es gut dokumentiert, schreibt vielleicht auch noch mit dazu, wie zufrieden ist er gerade, wann war das letzte Gespräch. Man pflegt den Kontakt in B2B einfach auch nochmal anders als in B2C. Meiner Erfahrung nach ist natürlich auch unternehmensmäßig anders, kann anders sein, aber oft ist der Kontakt persönlicher. Das heißt, dort auch die Leute direkt zu fragen, wie würdest du dir deine Ansprache wünschen? Wo findest du Newsletter gut? Öffnest du sowas? Und so weiter und so fort. Also da allein die komplette Datenrecherche. Da kann man sich aus dem B2B auch gewisse Vorteile ziehen. Und bis auf das ist der Prozess allerdings gleich. Im Endeffekt eine Persona basiert auf Daten, an die ich in irgendeiner Form rankommen muss, die ich im besten Fall dokumentiert habe oder die ich mir erschließen kann. Wenn ich weiß, wo ich mit meinem Produkt, meiner Marke positioniert bin, dann ist das natürlich auch schon mal ein Riesenvorteil in meiner Ansprache an sich. Und dann ist das Nonplusultra einfach, sich eine Vorlage zu erstellen. Also zu gucken, so solche Datencluster zu machen. Was sind demografische Daten? Was sind die psychografischen Daten? Was sind Markenwelten und Farbwelten? Auch das ist zum Beispiel was unterschiedlich ist. Markenwelten, während ich bei einer B2C-Persona zum Beispiel auf die persönlichen Präferenzen eingehe, steht derjenige jetzt auf Apple und Escada, dann geht es bei einer B2B-Persona nicht um die persönlichen Präferenzen der Ansprechperson, sondern vielleicht auch die Markenwelten, an der sich das Unternehmen und die Marke von der B2B-Persona dann orientiert. Also das ist wiederum etwas anders.
Aber grundsätzlich, wenn man mal dieses Muster, diese Vorlage hat, dann kann man das Schritt für Schritt mit Daten befüllen. Und es gibt dann am Ende einen sehr guten Einblick darüber, wie die Persona tickt, wo ich sie erreichen kann. Und wo vielleicht auch noch ein kleiner Unterschied besteht im Vergleich zum B2C. Im B2C möchte man der Persona immer eine Biografie geben. Diese Biografie ist sehr ausführlich, sie ist sehr persönlich, da fließt auch viel Bauchgefühl mit ein, weil man hat in der Regel auch eine gewisse Vorstellung davon, wie ist dieser Kunde, also das ist wirklich sehr, zum Beispiel Sabine Müller ist 34 Jahre alt, lebt in Germering mit ihren 3 Kindern und so weiter und so fort. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen lächerlich, es hilft am Ende des Tages aber unwahrscheinlich, wenn man dieser Persona eine Seele einhaucht. Auch das ist etwas, was im B2B ein bisschen abweichen kann, weil es, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so emotional ausgestaltet wird, aber es hilft dennoch. Für alle, die sich jetzt fragen, von was für Clustern, Rastern, Mustern spricht die Chrissy denn hier? Für die haben wir alle eine sehr, 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 sehr fröhliche Botschaft. Und zwar, also die Chrissy spricht von Persona-Templates und die Chrissy war so lieb, euch ein Persona-Template, eine Vorlage zu bauen, die ihr euch in unserem Newsletter dann letztlich auch runterladen könnt. Das heißt, geht einfach in die Description, die Video-Description oder in die Shownotes des Podcasts. Dort werdet ihr den Link finden zum Newsletter. Im Newsletter dann das Persona-Template für euch zum Download. Da könnt ihr dann fleißig ausfüllen von all dem, was die Chrissy gerade so beschrieben hat. Also ich muss sagen, mit der Schablone fantastisch. Vielen Dank dafür, weil genau das habe ich mich gerade gefragt. Hat sich jemand schon mal die Arbeit gemacht? Kann ich mit ein bisschen was sparen an Ressourcen? Was bei mir noch aufploppt, ich sehe dich jetzt hier als Persona-Predigerin und was ich auch sehr sympathisch finde, fernab von der ganzen esoterischen Markenreichweite, dass du so von performanten Branding sprichst. B2B ist natürlich auch Pressearbeit immer ein Thema. Helfen mir dort, weil Presse ist ja auch Lobby. Sind da auch Personas ein Hilfsmittel, meine Pressearbeit auf das nächste Level zu heben? Weil generell, glaube ich, sind wir uns drei einig, wir sollten schon längst ein Presse 2.0-Seminar eigentlich anbieten, weil ich finde, die hat sich durch die Digitalisierung komplett gewandelt. Und ich finde, das wird noch viel zu wenig thematisiert. Aber Chrissy, worauf ich hinaus will, helfen mir Personas auch in meiner Pressearbeit? Ja, definitiv. Also letztendlich hilft dir deine Persona ja auch herauszufinden, was interessiert deine Gruppe, was ist relevant für die Zielgruppe. Das heißt, eine Persona beeinflusst auch die Art des Contents, die ich nach draußen transportiere. Tatsächlich auch die Art der Aufbereitung. Viele fahren ja noch gerade im B2B-Bereich in sehr klassischen PR-Schemen. Und auch das ist dann auch der, ich sag mal, der Zeit geschuldet, in der wir leben. Man sagt, okay, da sollte man vielleicht langsam mal so ein bisschen umdenken, weil auch eine Pressereferentin, ein Pressereferent, das wird nicht immer der Mit-60er sein, der das seit zig Jahren macht, sondern das ist halt dann vielleicht auch mal der junge Pressereferentin, der das eben macht, und da ist die Ansprache und auch das Schema, dass die Person es aufgreifen möchte, ist halt wiederum eine andere. Ich glaube tatsächlich aber vor allem auch contentseitig, dass Personas da helfen können, die Pressearbeit nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Sehr cool. Absolut. Also ich stimme dir dazu zu 100% zu, Chrissy. Ich finde, wenn man ohne Personas arbeitet, tendiert man dazu, extrem aus der Innenperspektive zu kommunizieren. Und da stoßen wir halt dann irgendwann an unsere Grenzen, wenn wir immer nur von innen raus sprechen und nie schauen, was will derjenige, bei dem ich möchte, dass er mir zuhört, was will der eigentlich hören, dann blockt es natürlich ab einer gewissen Grenze. Ganz wichtig, und da möchte ich auch noch einen Tipp mitgeben, Personas erstellt man nicht alleine und Personas erstellt auch nicht nur das Marketing. Also alle, die da gleich den Finger heben und sagen, oh, das macht nur das Marketing, sage ich, nein, klar, Marketing sind am Ende diejenigen, die vor allem davon profitieren und die sehr, sehr viele Insights haben, aber es macht absolut Sinn, Leute aus anderen Abteilungen mit drin zu haben, gerade Customer Care, Customer Support, die wirklich an der Front sind, sage ich mal, die haben so viele wertvolle Insights. Auch jüngere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, lass es den Praktikant, die Praktikantin sein, die einfach frische Ideen haben, anderen Blickwinkel drauf, auch jemand durchaus der Führungsebene. Da ist es einfach wichtig, dass man eine gute Mischung hat aus unterschiedlichen Leveln und unterschiedlichen Abteilungen, weil man dann einfach die besten Blickwinkel zusammenbekommt. Also es sollte schon eine Person den Hut aufhaben, aber
Ja, je mehr unterschiedliche Blickwinkel, desto besser wird die Person am Ende des Tages, weil desto weniger ich-bezogen, wie du gesagt hast, oder ich-perspektivisch wird sie dann. Ja, absolut. Was ich auch immer total unterschätzt oder nicht beachtet finde, sind so die ganzen Daten aus dem Customer Service, egal ob outbound, inbound. Die kennen ja wirklich die größten Schmerzpunkte. Und wenn man das dort mit einfließen lässt, das wirkt sich auf alles aus, bis hin zur Informationsarchitektur einer Webseite, ne? Und ja, gerade B2B ist ja dann doch hoffentlich manchmal übersichtlicher als ein Shop, der wirklich 1 Million starke Warensortimente fährt. Aber nichtsdestotrotz finde ich das einen sehr wichtigen Punkt. Und vor allen Dingen, ich habe immer wieder diesen Effekt, wenn ich dann über diese Persona spreche, dass man halt wirklich sagt, ja, das ist ja fantastisch, ne? Ich meine, seit über 20 Jahren hackt die Menschheit die tiefsten Bedürfnisse in die Suchmaschinen und seit über 10 Jahren werden die verrücktesten Hashtags generiert und das auch B2B natürlich, siehe LinkedIn zum Beispiel, und das mit einfließen zu lassen, veredelt ja die Personas. Deswegen finde ich auch, klar, es gibt auch noch die Bayer-Personas, aber ich finde, das Wort Personas bedarf halt auch, glaube ich, meiner Überholung oder eines Zusatzes, so wie du auch Branded Performance sagst, weil ich finde immer, Persona heißt dann einfach immer nur dieses Demografische, also ja, finde ich in der Positionierung, ne? Mhm. Also eigentlich bräuchte es irgendwie noch ein gewichtigeres Wort oder einen gewichtigeren Zusatz, um deutlich zu machen, nee, wir sprechen jetzt hier über deutlich mehr als nur irgendwie ein Strichmännchen mit bestimmten Eigenschaften zu malen. Mhm. Können wir uns mal Gedanken machen und diesen Begriff dann prägen. Sehr cool. Ja, dann, während wir uns Gedanken machen, hole ich hier meine Kiste raus mit unserer Taucherausrüstung. Und Chrissy, du bist ja schon abgehärtet, du kennst das. Und zwar zum Finale gibt es immer noch unseren Deep Dive. Sarah, was hast du uns denn mitgebracht für Chrissy? Ja, ich habe eine, glaube ich, hochaktuelle Frage mitgebracht. Und zwar, wir haben jetzt gesagt, okay, ich schreibe mir meine Persona so zurecht, dass ich sage, ich verstehe jetzt, wie sie tickt. Und jetzt habe ich ja vielleicht auch mal die ein oder andere Persona drin, die etwas konservativer geprägt ist und die von so, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Trends wie Gendern nicht wirklich was hält. Wie kriege ich das jetzt zusammen, das Thema Gendern, das ja uns alle auch bewegt, was auch mit unserer eigenen Identität als Marke zu tun hat, und das Thema Personas, wo ich sage, ich habe vielleicht halt auch die ein oder andere Persona sitzen, die sagt, ich komme nicht zu dir oder ich lese deinen Quatsch nicht, wenn du genderst. Wie gehe ich damit um? Ja, Personas und Gendern, ein super aktuelles Thema. Ich merke es auch immer wieder bei meinen Studierenden, wenn ich mit denen das durchgehe, dass ich mir da selber sehr, sehr viele Gedanken mache. Personas beruhen nun mal auch auf gewissen Stereotypen. Gewisse Stereotype würden nicht funktionieren, wenn da nicht ein gewisser Wahrheitsgehalt dran ist. Was allerdings absolut nicht bedeutet, dass wenn meine Persona-Zielgruppe Frau ist, breit gesagt, dass das nicht auch Transfrauen einschließt. Also so weit sollte, glaube ich, inzwischen jeder in der Lage sein zu denken. Ja, es gibt immer noch sehr konservative Menschen. Ich glaube auch, dass das Menschen sind, die man in ihrer Meinung nicht wirklich umpolen kann. Das Einzige, was man halt da natürlich machen kann, wenn man festgestellt, okay, ich habe eine Persona, die ist super konservativ, dass man die Werbeansprache, also das Targeting entsprechend dann auch so gestaltet. Ich würde aber, das ist aber vielleicht eine sehr persönliche Meinung, wegen einer konservativen Personengruppe nie an meine Werte herangehen. Gerade Wertemarketing, Haltungsmarketing ist sehr wichtig und deswegen wegen einer Persona zum Beispiel meine komplette Website oder meinen Shop ungegendert lassen. Ich glaube, das sind Grundsatzentscheidungen, wo man sich ja Gedanken machen muss, wie man das am besten angeht. Personas und Gendern ist, glaube ich, einfach nicht mehr auch zu trennen. Wo ich es persönlich sehr spannend finde, wird die künftige Werbung sein für Kinder, die ja doch heutzutage noch sehr, sehr stereotyp behaftet ist, was kleine Mädchen für Werbung ausgespielt bekommen, was kleine Jungs für Werbung ausgespielt bekommen. Da gibt es ja auch schon Marken, die das vormachen, wie man das auch genderneutral gestalten kann. Also ja, es wird definitiv ein Riesenthema im Bereich Personas bilden. Und im Endeffekt, glaube ich, kann man am Ende des Tages trotzdem noch viel auch in der Werbeansprache dann einfangen, sage ich jetzt mal. Apropos Kinder, also mich wundert es
bei mir ist es ja gerade ein Riesenthema, ne? Es tut sich ja gerade nichts anderes mit unserer 14 Monate jungen Tochter. Kinderlieder sollten dringend general überholt werden. Also es wird dort von fleißigen Waschfrauen und so gesungen, wo ich dann schon immer Waschmenschen mitsinge und so spaßeshalber. Was heißt spaßeshalber? Also schon krass, wenn man sich mal so mit Kinderliedern beschäftigt, was da noch so an krassen, was du sagst, Christi, Stereotypen behandelt wird. So, ne? Ja, also von daher... Ja, du bist betroffen. Bin da voll bei dir. Das, ja, auch betroffen. Auch eine Tochter, bald 3 Jahre, und die rennt immer mit ihrer Polizeikelle rum. Dann sagt sie, ich bin der Herr Polizist. Und ich dann auch so ganz, ganz gender-friendly Mommy. Du bist die Frau Polizistin. Das ist so, wie ich sage, ich bin, achte wirklich auch drauf, dass wir das einfach offen gestalten. Ein Polizist kann eine Frau sein, es kann eine Polizistin sein. Jeder, Gott sei Dank, in unserer Gesellschaft, zumindest in Deutschland, kann sein, was er will. Und trotzdem, obwohl wir im Haushalt sehr drauf achten, ist meine fast 3-Jährige der Herr Polizist. Ja, das ist einfach die ganze Werbeansprache, geh mit deinem Kind in ein Spielwarengeschäft rein. Da ist halt für Mädels immer alles rosa. Und da bin ich bei meiner Nichte sehr, sehr stolz, dass sie immer sagt, es gibt keine Mädchen und keine jungen Farben. Wow, auch sehr geil. Genau. Und sie ist 6 Jahre alt. Also. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir haben das mit dem geringsten Weg des Widerstands gewählt und haben Dschungel als Motto. Das geht auch immer. Ja, aber ich finde es auch tatsächlich sehr wichtig. Und was ich schön fand, gerade weil wir uns auch durch die Generation Z ganz anderen Werten widmen müssen, und es gewinnt immer die Marke, die ein klares Statement abgibt, sich klar positioniert, Werte selber lebt und vermittelt oder vorlebt dann tatsächlich, habe ich noch so im Persona-Zusammenhang gar nicht gesehen. Also finde ich einen super spannenden Ansatz tatsächlich. Ja, ich glaube, da ist Authentizität einfach extrem wichtig. Also nicht, dass man hier irgendwie Queerwashing oder irgendwas dergleichen betreibt, sondern dass das halt dann auch wirklich so verankert ist. Und ich würde sagen, vielleicht für viele Unternehmen auch jetzt mal der Anlass, vielleicht bestehende Personas zu überdenken und wenn noch nicht vorhanden, damit loszulegen. Denn ich glaube einfach mit der Vielfältigkeit, die wir aktuell haben, und gerade mit einer Generation Z, dass man da auf unglaublich schöne Wege kommt und ganz tolle neue Ansprachen finden kann. Absolut. Und da einfach irgendwelche unternehmerischen oder persönlichen Eitelkeiten nicht zu suchen. Ne? Und ich meine, das ist ja auch, klar, es ist ein sehr tiefes Thema, aber ich finde schon, ich meine, das muss ich euch nicht erzählen, selbst in den simpelsten Stellschrauben geht es ja schon sehr früh los mit unternehmerischen Politikhürden oder Eitelkeiten, wo es doch gar nicht um so etwas Tiefes wie Gender geht, sondern eher erstmal um grafische Möglichkeiten auf der Webseite. So, yep. Also das finde ich auch ein faszinierendes Thema, und gerade das natürlich dann einen sehr, sehr guten Impuls, dort einfach mal dann den zeitgemäßen Weg einzuschlagen. Vielleicht, um da auch für die B2Bler schon den Finger zu heben, ja, auch für euch ist das relevant, denn ich glaube, was viele unterschätzen, die Generation Z, das sind mal eure künftigen MitarbeiterInnen, und die erwarten das. Und die sind es schon. Daher lohnt es sich auch, im B2B-Bereich drauf zu achten. Total, ja. Und die sind es ja schon, ne? Mein Gott, die sind Ende 20 mittlerweile schon. Ne, also ich rede ja jetzt schon über die Generation Alpha, alle ab 2010 Geborenen. Die feiern dieses Jahr 12. Geburtstag. Ist das nicht verrückt? Das ist so krass. Jetzt fühle ich mich offiziell alt. Ja, ach, die Webcam verzeiht hier viel, vor allen Dingen bei mir. Also alles gut. Wo ist der Filter? Genau. Ja, ach schön. Ja, also wie gesagt, Chrissy, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für diese tollen Impulse. Wirklich super wichtig, sehr, sehr aktuell. Und ja, du merkst, ich senke so ein bisschen meine Stimme, werde ein bisschen langsamer. Und ich gebe dir jetzt, Chrissy, auf jeden Fall die Zeit, so die Worte zu formen, für das zu sagen, was du immer schon sagen wolltest, hier zum Finale, zum Ende unseres Formates. Die letzten Worte gehören immer unseren Gästinnen. Von daher, von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank für diese tollen Argumentationshilfen. Die Schablone muss ich mir unbedingt reinziehen. Wir kommen da mit als Erste ran. Und von daher, ganz vielen Dank, Chrissy, es war wieder toll. Und wie gesagt, Upbranded Performance oder performantes Branding hast du mich ja eh schon gewonnen. Von daher, vielen, vielen Dank dafür. Und ich schalte rüber zu Sarah.
Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank. Und ich glaube, wir haben heute wieder eine Episode, die randvoll ist mit wichtigen Tipps für alle, die im Marketing erfolgreich sind, bleiben wollen, erfolgreich werden wollen. Nicht nur unseren tollen Download, den wir euch zur Verfügung stellen, sondern auch das ganz grundsätzliche Wissen. Aber ihr habt vielleicht am Anfang gehört, wir sind bei Episode 43. Das heißt, wir sparen nicht mit unserem Wissen. Wir haben schon 42 weitere Male, wenn man jetzt die ganzen Specials nicht dazu zählt, unser Wissen kundgetan und unsere Experten reden lassen für euch. Wenn ihr da jetzt öfter reinhören wollt und sagt, irgendwie ist das gar nicht so doof, was die da erzählen, das würde ich gerne öfter hören, dann könnt ihr das. Dann, und zwar in allen gängigen Podcast-Portalen könnt ihr uns folgen, könnt ihr unseren Podcast abonnieren oder wenn ihr sagt, ich schaue denen da lieber beim Reden zu, als dass ich denen nur zuhöre, dann könnt ihr das bei YouTube, bei Facebook und bei Instagram. Ich sage auch vielen, vielen Dank, liebe Chrissy. Ich bin immer froh, wenn jemand mit mir das Persona-Thema betont, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde. Und die letzten Worte dieses Podcasts gehören jetzt dir. Ja, vielen Dank. Ich freue mich ja auch immer wieder, wenn ich es predigen darf. Ja, und deswegen möchte ich es auch einfach nochmal betonen. Leute, setzt euch mit euren Zielgruppen auseinander. Erstellt Personas, denn sie machen euer Marketing so viel effizienter und effektiver. Sagt Persona-Predigerin Chrissy beim 129-Stunden-Talk.